Dienstag, 25. September, der Mittwochspieltag, die englische Woche steht an und ich möchte einfach dieses hier unbedingt noch loswerden, weil ja sonst sammeln sich ja schon wieder neue Sachen an. Was jetzt also am Wochenende so an Kommentaren eingefangen wurde. Also es geht um Kommentare, Berichterstattung, wie verkauft man das Spiel? Und wie verkauft man die Übertragung, was versucht man da an den Mann zu bringen? Und wenn das jetzt hier drei Seiten werden, die ich hier so mitschreibe, das ist natürlich, also ich könnte viel, viel mehr. Aber dann notiere ich halt immer schnell mal was, wenn mir was auffällt. Aber es ist ja alles, geht in die gleiche Richtung. Also, wir sind immer bei dem Komplex. Wir haben die Regelproblematik, die eben ein weltweites Problem ist. Und jetzt wollen wir mehr Tore. Naja, bestimmen mir die Leute ja gar nicht zu. Aber ich sage, das ist ganz gesichert, wenn es mehr Tore gäbe, gäbe es halt diese höhere Vielfalt. Die Wahrscheinlichkeiten schwanken etwas mehr. Also sprich, heute ist es halt so, ein Fußballspiel fängt mit irgendeiner Wahrscheinlichkeitsverteilung an, für 1x2 zum Beispiel, und dann entwickelt die sich sehr schwerfällig, beziehungsweise nähert sich dann meistens eine Linie der 1 an, während die anderen beiden Linien abfallen. Also sprich, eine Mannschaft schießt ein Tor, dann nähert sich schon mal die auf 80% Wahrscheinlichkeit oder so, je nachdem Überlegenheit und Spielminute, aber nähert die sich schon erheblich an die 100% an und dann läuft das Spiel halt weiter, 70., 75., es nähert sich immer mehr an. Das ist also auch ein Kriterium für Langeweile, wenn sich einfach diese Wahrscheinlichkeiten nicht bewegen, was ja eine reine theoretische Sache ist, was aber dennoch, also man kann diese Wahrscheinlichkeiten nicht verifizieren, die man jetzt da annimmt. Nur der Zuschauer findet es ja einfach so. Der sagt jetzt, ja, soll da noch was passieren? Soll da noch was passieren? Nee, passiert ja sowieso nicht mehr. Und dann haben wir ja auch nicht nur Spiele, die 1-0 stehen, sondern wir haben ja auch manchmal Spiele, die 2-0 stehen. Und wenn dann so die 60. Minute ist, dann sagt man auch schon, naja, wie sollen da noch? Und die Kommentare sind ja sowieso. So, also, da gibt es also jede Menge zu tun, was aber auch, wie gesagt, durch Kleinigkeiten eben im Grunde behoben werden könnte. Und wenn man pro Tore anfängt zu denken, pro Stürmer, dann würde ja auch die Bedeutung eines einzelnen Tores sozusagen der Entscheidung pro Tor würde ja an Bedeutung verlieren. Also sprich, der Schiedsrichter hätte auch nicht mehr diese Nötigkeit, Notwendigkeit, jetzt so klamm zu agieren, also zu pfeifen. Also er würde sagen, ja, wenn es ein Foul war, dann war es halt ein Elfmeter, wenn es kein Abseits war, dann war es halt kein Abseits, also die Fahne unten. Weil es steht ja 2-4. Wen betrifft es jetzt? Also wer macht sich da Sorgen? Und es gibt eben also den Regelast und eben diese Berichterstattung. Die Regeln sind weltweit und wo ja jeder sagen kann und sich fragen kann auch, ja, wo erwartet der Spektakel, wo gibt es das Spektakel, wie oft passiert das Spektakel, macht es denn von daher Spaß oder mache ich es einfach jetzt nur noch so mit, weil ich erwarte zwar nichts Besonderes und passiert auch nichts Besonderes, aber ich habe halt schon immer Fußball geschaut. Und da müssen wir jetzt unbedingt uns auch für den Nachwuchs kümmern. Sprich, also meine Kinder kann ich im Prinzip nicht davon überzeugen und versuche es natürlich auch nicht, Fußball zu gucken. Wobei meine Tochter jetzt zu Hertha geht und das ja auch genau beweist. Dass man eben erst zum Fan werden muss und einem dann sozusagen alles auch egal ist, das macht sie jetzt, weil Freundinnen, Bekannte, wie auch immer, machen das und dann sagt sie eben, ja, ich gehe mit und dann ist sie halt auch für Hertha. So, ein paar Notizen hier jetzt. Und also wir haben den Regelteil, der weltweit gilt und den Berichterstattungsteil, der halt ein deutsches Problem ist, wo ich einfach sage, schlechter als hier kann man das nicht mehr vermarkten. Und Deutschland ist ja irgendwo da trotzdem der Nabel der Welt, also im Fußball auch auf eine Art, durch die ganzen Weltmeisterschaft-Turniersiege, immer Finale, das, sonst was. Auch Champions League, natürlich sind sie vielleicht nicht die Nummer 1, aber immer halt mit vorn dabei. Und lange Jahre hieß es halt die stärkste Liga der Welt. Aber dadurch kommt halt teilweise auch diese Arroganz, dass man eben alles zu wissen meint.
Aber das ist halt auch sonst ein charakterliches Problem der Deutschen. Aber es hat sich einfach eine Stilrichtung da eingeschlichen, die dann einfach fortgeführt wird von Mensch zu Mensch. Und die sich ja dann untereinander auch offensichtlich einig sind, dass man es halt so macht und dass jemand, der irgendwas anderes versucht, wie damals Günter Koch, der gleich nach einem Spiel entlassen wurde, obwohl er es sehr gut gemacht hat. Das Einzige, ich dachte, was? Spricht mal endlich einer was Vernünftiges, dann waren wir weg. Naja, weil ich das falsch einschätze. So, kleine Notizen nur. Also diese, es ist ja jetzt, man kann das über die Zusammenfassung, man kann die Konferenz, es ist ja alles gleich schlecht. Also Interviews, katastrophal, alles katastrophal. Es ist halt einfach nichts Positives dabei. Gnadenlos, sage ich immer. Wie man eben sozusagen, ja, Dritte Reich, soll ich das immer wieder erwähnen, da waren die Menschen auch gnadenlos mit irgendwelchen anderen. Also sprich, da hat jemand verloren, jetzt der Interviewer, der will nur hacken und jetzt fragt er halt, naja, mal sehen, welche Ausrede er mir hier anbietet und wenn er irgendwann mal sagt, ja, wir haben es nicht geschafft, über längere Zeit Druck auf den, warum haben sie es denn nicht geschafft? Also, total schlauer. Dazwischen gefunkt, weil er so kennt, der sich aufplustert aufgrund der Kenntnis eines Ergebnisses eines Fußballspiels. Da wächst er über den Befragten hinaus. Aber nicht nur um einen Kopf, da um drei Längen. Wenn er das Ergebnis nicht wüsste und nur das Spiel gesehen hätte ohne die Tore, dann wüsste er gar nichts. Ja, mucksmäuschenstill, könnte gar nichts mehr sagen. Ja, aber jedenfalls... Nein, zum Beispiel diese Szene jetzt, wo der Trainer Baum hier für den Giefer da geweint hat. Also ich meine, ich rede ja immer von der Menschlichkeit, die da halt total verloren gegangen ist. Und dann sieht man halt mal eine menschliche Regung und der Sprecher, der Frager, der sagt, warum geht es Ihnen das so nah? Also ich meine, da kann man einfach mal schweigen. Warum? Ja. Also der weint da vorher mit dem Finger. Ja, warum weinen die jetzt in dem? Der hat da nur ein paar Bälle durchgelassen. Dann ist halt mein Spieler, sagt er, ich kann ja mitweinen gleich wirklich. Und ist irgendwie, ich das einfach, wenn man diese Dinge auch wieder anerkennen würde und ein bisschen ins Spiel mit einbeziehen würde, die Leute würden es so liebend gerne alles annehmen, einfach ein paar Empfindungen zu haben. Weil, und zwar auch diese, wie soll ich sagen, Trauer, was ja ganz anders als irgendwas, dieses Gnadenlose, ja, der wird jetzt nach dem Leistung beurteilt, die Leistung war schlecht, muss Baum dann noch sagen. Also sowas Trauriges. Sagt er halt, guck mal, jetzt hat er wie Vicarius halt bei Liverpool, dass ich immer nicht mal diese Trauer da abnehme, so wirklich, muss ich sagen. Das ist dann halt auch, ich muss ein bisschen weinen, weil ich meinen Fans hier irgendwas vorspielen muss. Aber der Baum, das war ja total ehrlich, weil er konnte ja gar nichts machen, ne? Jetzt spielt Düsseldorf da zum Beispiel wirklich ein tolles Spiel, in Stuttgart, und es waren ja Chancen auf beiden Seiten. Düsseldorf, das habe ich ja auch statistisch alles jetzt hier aufgezeichnet, das zeige ich jetzt nicht in dem Video. Aber Düsseldorf hat wirklich klasse gespielt, nach vorne auch 0-0 in Stuttgart. Und haben halt wirklich, ja, die waren nicht näher dran, es war halt sehr ausgeglichen, was aber dann trotzdem ein Riesenplus ist für Düsseldorf, weil sie halt eben natürlich als Außenwetter dahin gehen. Und jetzt kommt ein Schuss, ich sage nur mal so, einfach mal einen Kommentar und den mal so auf sich einwirken lassen, was das eigentlich soll. Jetzt, fantastischer Schuss, der Torwart greift über und kratzt den so auf dem Angel. Und dann heißt es mit dem Schuss, er prüft Zieler. Also der Jargon, also Tor wird es ja sowieso nicht. Und jetzt kann man halt ab und zu mal prüft man den Torwart und meistens prüft man ihn noch nicht, weil der nämlich gar nicht aufs Tor. Ich meine, ich prüfe den mal. Ja, ja, okay, hat er gehalten. Ich prüfe ihn. Ich meine, es ist nicht die Absicht, ihn zu prüfen. Er versucht, ein Tor zu schießen und das ist halt einfach, das ist halt der Mangel an Emotionen, Leidenschaft, an Begeisterung für das, was sich da abspielt, spiegelt sich halt perfekt in so einem Kommentar wieder, wenn man so will. Und das ist eben auf die Dauer nicht auszuhalten. Wenn er prüft ihn, also ich weiß es nicht, er hat ihn ja nicht geprüft, das hat ihn gar nicht interessiert. Er ist auch nicht enttäuscht, dass er ihn hält, sondern das ist halt einfach so, ist eben der Fußball. Ist klasse, dass er da einen Tormann drin haben und sonst was. Und der halt so eine Bälle da rauskratzt, da ist man einfach nur begeistert. Also ich meine, als Sprecher müsste man sein, als Zuschauer. Jetzt könnte man noch über die Düsseldorf- und die Stuttgart-Fans reden. Aber die würden ja im Prinzip beide sagen, tolle Aktion und sich einfach freuen.
Die einen freuen sich halt, dass ihre Mannschaft da einen tollen Torschuss hat und sagen, oh, schade und so. Und die anderen sagen, wow, dass er den rausgeholt hat oder so. Ja? Und dann hat man einfach, er prüft ihn. Also Tor war sowieso nicht, das war gar nicht seine Absicht oder ich weiß nicht. Es ist halt emotionslos auf das Ergebnis natürlich fokussiert, dass man schon weiß, dass er nicht drin gewesen wäre. Wenn er drin wäre, wäre er genauso emotionslos. Also dann würde er halt sagen, ja, kommt da nicht ran, hätte er vielleicht, aber am guten Tag hält er den, so einen ganzen lächerlichen Sprüche, was uns überhaupt nicht beschäftigt. Jetzt kommt Düsseldorf noch zu einer Torchance. Das ist jetzt nur mal so von einem Spiel, Zusammenfassung. Dann steht hier, also dann sagt er halt, weil sie zu einer Torchance kommen, zwei Gegner, Gegenspieler sind stille Beobachter. Die sind stille Beobachter. Also ich meine, erstens stimmt es ja sowieso absolut nicht, weil die halt alle ackern wie verrückt. Man freut sich halt total, wenn ein Angreifer, also Herr müsste man eben auch als Kommentator natürlich, sie begeistert sein, wenn mal ein Spieler Raum bekommt und die Mannschaft es schafft, einen freizuspielen, weil es halt so unfassbar schwer ist und so selten passiert. Aber wenn dann eben automatisch, wenn jetzt jemand überhaupt mal zum Schuss kommt, die Gegenspieler stille Beobachter. Also das ist ja immer schlimmer. Ich meine, mit diesem freundlichen Geleitschutz und was weiß ich was alles. Jetzt sind es halt stille Beobachter. Also die haben gar nichts gemacht. Die haben gesagt, mach du mal, mal gucken, was passiert. Stille Beobachter. Ich meine, es ist ja total falsch. Und jetzt muss man noch fragen, ja, was hat er damit bewirkt? Also der Zuschauer staunt über sein Fachwissen oder verneigt sich vor dem Experten. Ist mir gar nicht aufgefallen, die stillen Beobachter. Oder der Stuttgart-Fan sagt, die beiden dürfen nicht mehr spielen, oder? Nie mehr, also das ist ja klar. Also ich meine, wenn einer jetzt auf dem Fußballplatz wirklich, das habe ich einmal gesehen, wo Flügler, wie ist er, Hansi Flügler, wie ist er denn? Bei Bayern München, da hat sich FC Kopenhagen gespielt, und das Innenspiel haben sie irgendwie, ja das war in Kopenhagen, glaube ich, haben sie 1-5 verloren und dann Rückspiel, dann war 1-1 das Rückspiel ausgegangen. Aber da hat Hansi Flügler dann einmal, dann ist wieder ein Gegenspieler eben davongezogen, ist er rausgelaufen. Also Flügler hat es abgewunken, ist rausgelaufen. Sie sagt, jetzt geht er nicht mehr hinterher, jetzt hat er keine Lust mehr. Das war natürlich eine der absoluten Katastrophenleistungen oder natürlich auch so beurteilt, aber es war wirklich schwach, was der Bayern da gespielt hat. Aber dass dann ein Spieler nicht mehr mit dem Gegenspieler mitläuft, sondern rausläuft und so abwinkt, okay, macht ihr mal, ich habe keinen Bock mehr. Also das sieht man wirklich selten. Jetzt kommt zum Beispiel Bayern-Spiel, ja, Schalke spielt gegen, also Bayern, Schalke spielt gegen Bayern. Und ich meine, was kann man denn erwarten? Ich meine, jetzt sieht man, jetzt haben sie 6 Spiele, 8 Spiele, ich weiß nicht, wie viele die noch immer gewinnen müssen. Und jetzt sagt man halt, guck mal, wir gucken ein bisschen zu, wir haben halt die Harlem Globetrotters, wir freuen uns ja, dass sie alles so gut können. Es ist halt kein Wettkampf, es ist eben kein Wettkampf, man kann halt nichts machen. Es kann ja auch mal ein Unentschieden ausspringen, ist ja nicht so, Hoffenheim hätte ja vielleicht auch einen Punkt holen können. Und es kann auch hier mal passieren, die Wahrscheinlichkeiten, die Quoten, die sind jetzt halt für Bayern-Sieg dann bei 80%, sonst was. Ich sage jetzt einfach eine Zahl, ich kann es ja nachgucken, aber das ist auf dem einzelnen Sieg, nur ist es auf die Saison gesehen, ist es eben kein Wettkampf mehr. Okay, jetzt hat man halt die Champions League, hat die Millionen so umverteilt, die Bayern haben das Management, sonst was, haben den Ruf, jetzt auch im Ausland oder so, dass eben, wenn da irgendwo ein Talent oder so, dann sagen die Scouts schon, guck mal, wenn du Bayern irgendwie kriegen kannst oder so, ne, das sind ja nun die absoluten Giganten. Und dann muss man eben wirklich noch unterscheiden können, ob eben jetzt ein damals noch Robben, Ribéry oder so, ob die eben die Weltklasse haben, die Bayern jetzt braucht, oder dann eben einen Hummels da wieder zurückzuholen, oder welches wirklich die Spieler sind, die dann eben dieses kleine bisschen extra ausmachen, was in der Summe dann halt diese Überlegenheit. Aber das ist eben heute ganz anders als früher sozusagen möglich ist. Was eben, früher war es eben auch, die Bayern waren ja die Größten oder so. Es ist eine solche Differenz auch im Einkommen und im Budget und alles. Und das ist natürlich durch die Champions League. Ja? Also der nächste ist halt hier. Und dann kann man einfach jetzt was mit dem, also die Einkommensstruktur jetzt von den Spielern. Und natürlich das Budget im Verein, weil sonst wäre ja das nicht möglich. Und natürlich, also diese Gehälter zu bezahlen. Ne? Und dass es eben möglich ist, jetzt wirklich diese zu scouten, diese perfekten Spieler zu finden, die eben wirklich diesen Unterschied ausmachen. Ich sehe es doch hier bei jedem Jugendspiel, kann man zugucken, dann sagt man, komm, ich sehe, welcher Spieler da den Unterschied ausmacht oder welcher es sein kann oder wo. Es gibt eben trotzdem dann nicht die Mitläufer, will ich ja gar nicht sagen, aber eben die
sich da in das Mannschaftsgefüge halt einpassen und all die anderen, die eben das Spiel entscheiden können, wie Spielentscheider. Und das ist dann, bei Bayern hat natürlich sowieso 11, aber 11 eben, die durch alle Kategorien durchgekommen sind und dann eben halt ganz oben angekommen sind. Und dann eben alles Spielentscheider-Management sind. Aber wie dem auch sei, jedenfalls die dann sozusagen zu filtern und daraus auch eine Mannschaft zu formen, weil das eben auch früher eher an Grenzen gestoßen wäre. Lauter Stars halt. Und das ist eben heute alles dann so perfektioniert auch in diesem Sinne. So, aber jetzt sind die natürlich, jetzt wird auf an der Schalke-Leistung, jetzt ist einfach mal Ruhe, jetzt spielt Schalke gegen Bayern, jetzt reden wir mal nicht über Schalke. Das ist einfach sinnlos, jetzt irgendwas denen andichten zu wollen. Man kann ja auch zugucken, man kann ja vielleicht noch irgendwas trotzdem erkennen. Bloß eben Kritik ist halt einfach jetzt unangebracht. Also es ist eben, es steht ja dann noch gleich 1-0 oder so, nach 8 oder 11 oder ich weiß nicht mehr, Minuten, wo man dann sagt, guck mal, wenn, vielleicht, könnte ja mal oder so, das kleine Wunder, wenn es eine Weile lang so steht und wir vielleicht auch mal eine Chance haben. Das sind halt 80%, sind ja nicht 100. Aber jedenfalls kommt jetzt irgendwie Schalke nach vorne zu harmlos. Ich meine, dieses zu harmlos finde ich ja sowieso immer, also ich meine, wenn sie überhaupt nur harmlos wären, dann wäre es ja also demnach okay, weil harmlos, aber die sind ja zu harmlos. Also es ist so eine sinnlose Steigerung immer, die aber permanent verwendet wird. Aber was habe ich jetzt mit Schalke? Die spielen ja gegen Bayern, die lassen den Ball laufen, die kommen ja gar nicht an den Ball. Was macht man jetzt, wenn man den Ball hat? Man spielt halt auch da gegen bessere Gegenspieler. Aber wenn man die ganze Zeit hinterherläuft, man muss eben einfach eine Phase haben, wo man mal ein bisschen, das ist eben, oder wäre vielleicht eine Zufallschance, oder dass die mal nicht aufpassen. Klar, aber das passiert eben nicht. Aber wenn sie mal nicht aufpassen, ist halt steht es halt schon 2-0 oder so. Wenn nicht aufpassen, wenn sie halt mal sagen, ja, jetzt müssen wir auch nicht jeden Zweikampf hier. Aber was hat das jetzt mit Schalke nach vorne zu haben? Das ist so ein sinnloser Spaßverderben, ein Spielverderber. Das macht keinen Spaß. Jetzt kommt irgendwie ein Torschuss, das war nur so, habe ich mal zu weit daneben. Das fand ich auch klasse. Wenn das jetzt noch gesteigert wird, dann sagt er zu weit daneben. Also weit daneben ginge, daneben war okay, aber der ist zu weit daneben. Also für die Verhältnisse, also so weit kannst du nicht daneben schießen. Ich finde es einfach klasse, wirklich. Wenn es schafft, da noch, also die Unzulänglichkeiten zu steigern, natürlich irgendwo die Absicht, aber gar nicht merkt, wie man längst Logik, Sprache, alles endgültig verunstaltet und eigentlich Eigentor auf Eigentor schießt. Also abgesehen von dem, dass man das halt überhaupt keinen Spaß macht, sich so einen Müll anzuhören. Tor für Hoffenheim, viele Abwehrfehler bei Dortmund, klar, alle gesehen, viele Abwehrfehler, ist nur noch super. Auf der anderen Seite hat Hoffenheim doch eine Vielzahl von Chancen, achso, jetzt heute heißt es ja gegen Hannover, oder was, ey, wann die spielen, aber jedenfalls, jetzt, sie arbeiten an der Chancenverwertung. Also sie müssen den Mangel der Chancenverwertung, aber da war ja, viele Abwehrfehler, die zum Tor, also da hat es ja jetzt nichts mit Chancenverwertung, da reden wir ja nicht über offene Chancenverwertung. Sie hatten einfach viele Chancen, irgendwann geht mal einer rein. Sozusagen, es war aber zu wenig, könnte man sagen. Das war ja nun eindeutig, wenn die Riesenchance kurz vor Schluss da, wo der 3 Meter vom Tor steht und dann den Ball überschießt. Aber ich sage natürlich auch nicht, dass das ein sicheres Tor ist. Aber es ist halt mit die größte Chance, die man haben kann. Also er hat ja auch davon geredet, wie Hoffenheim fahrlässig vergeben hat. Also das war ja auch sein Sprachgebrauch. Zu wenig für Hoffenheim. Also zu wenig ist ja alles. Aber ich weiß ja nicht, sind wir denn alle Hoffenheim-Fans oder was? Wieso muss ich mir jetzt Sorgen machen darum, ob das zu wenig ist für Hoffenheim? Ich meine, der eine hat halt einen Punkt geholt, der war glücklich, klar, Dortmund, aber die waren ja auch einer weniger, wo sie dann über die rote Karte, wo ich halt überhaupt nicht drüber nachdenken würde, weil man das halt sofort sieht, dass eben der Stürmer, also der Verteidiger derjenige ist, der anfängt. In dem Falle hat er ja meinetwegen mit dem Kopf zuerst gespielt, aber dann hat er trotzdem Angst, dass der wegläuft. Also sprich, das Halten, Klammern passiert ja automatisch. Das ist ja gar nicht, das ist ja ein Reflex. Also er denkt ja gar nicht drüber nach. Und dann heißt dann, ja so kannst du auch kein Rot, wie kannst du denn da Rot geben? Ja, aber absichtlich ist es 100%, darüber gibt es gar nichts. Angefangen hat er auch, da gibt es keinen Zweifel. Dass der Stürmer jetzt anfängt und den
zu halten wächst, das ist ja absurd. Der versucht halt vorbeizulaufen und der fängt an, ihn zu halten. Das ist doch ganz offensichtlich. Da bräuchte er keinen Augenschein, sagen sie bei Gericht. Gut, also auf jeden Fall, es ist offensichtlich. Es ist offensichtlich. Also jetzt ist ja die klare Fehlentscheidung bei dem Rot gegen Dortmund. Angeblich. Was ja jetzt Favre, ja, das ist kein Rot. Jeder Spieler Reus. Ja, wenn das Rot ist, hell, wenn das. Ich mag ja Reus, wie kann man den nicht mögen jetzt so? Weil die ja auch die positiven Fußballer und x-mal gefoult und sonst was, die muss man ja eigentlich mögen. Aber natürlich so auch als Typen, aber wenn er dann halt auch sagt, er kann ja niemals rot sein, dann ist es eben trotzdem, dass die Vereinssicht sozusagen. Weil wenn er selber so gehalten würde und der Gegenspieler rot, dann könnte man sich sehr gut vorstellen, dass er halt auch sagen würde, das war eben rot. Aber ich meine, wenn jetzt das eine ganz klare Fehlentscheidung ist und alle und Merck und sonst wie und alle sitzen da im Studio und sagen, ja, das ist kein Rot. Gelbe Karte, Foulspiel kann man rechtfertigen, okay. Gelbe Karte könnte man sogar auch, aber niemals Rot. Aber gibt ja einen Videobeweis, aber da, wie sollen Zuschauer das verstehen? Ich meine, es ist halt eine ganz klare Fehlentscheidung. Alle wissen es, aber es blieb so stehen. Aber wir haben ja einen Videobeweis, es ist alles geklärt jetzt. Ich meine, das ist doch, wo soll das, das ist doch totaler Irrsinn dann. Nur Wolfsburg mit vielen Chancen, aber nicht zielstrebig genug. Ja, wie steht's denn? Der Mann ist so schlau, der kennt das Spielergebnis wirklich. Wahnsinn, er kann lesen da 0-3 gegen Freiburg und nachher 1-3. Oh, Mann. Könnte. Lesen und Differenz bilden. Schafft er. 0 da, 3 da. Nicht viele Chancen. Er kann ja nicht machen. Also, die könnten ja jetzt machen, anfangen wegzuschneiden einfach. Also, Wolfsburg, man macht die Zusammenfassung. Ist ja 1-3 ausgegangen. Jetzt schneiden wir einfach alle Wolfsburger Chancen weg. Weil dann haben wir ja erklärt, das Ergebnis. Jetzt weiß ja jeder. Wie soll es sonst ausgehen? Ja, ich meine, jetzt gab es zum Beispiel so im österreichischen Fußball, gab es halt so eine Szene, habe ich nur mal eine Notiz gemacht, weil das ja immer wieder die gleichen Szenen passieren. Ein Spieler geht, der ist auf Außen, aber er geht durch, er kommt vorbei am Gegenspieler, er will in den Strafraum rein. Er ist zwar auf der Außenposition, aber es ist natürlich trotzdem brandgefährlich, weil man legt den Ball zurück oder es ist halt ein kurzer Weg zum Tor und anders kriegt man die Abwehr auch gar nicht mehr aufgeknackt. Und so ja offensichtlich auch nicht. Jetzt nur mal so, der geht halt vorbei und jetzt kommt natürlich das Foul und es kommt auch das vorsätzliche Foul, da gibt es keinen Zweifel daran. Und jetzt geht der Stürmer aber, weil er sagt, ah, diesen bescheuerten, langweiligen Freistoß brauche ich nicht. Diese gelbe Karte für meinen Gegenspieler, die ist mir auch schnurz. Wir wollen ein Tor schießen. Und läuft also weiter. Er versucht also sozusagen auf den Beinen zu bleiben, trotz klaren Foulspiels. Und das Foul, die Foulaktion zieht sich über die Strafraumgrenze hinaus. Und es ist eben so, die sind ja nun alle in Bewegung und der Stürmer ist sowieso im Vorwärtsgang. Selbst wenn der jetzt den Fuß reingestellt hat und der zum Stolpern, also sozusagen zum Fall bringt einfach, dann ist es ja immer noch eine Vorwärtsbewegung. Also man könnte sagen, es hat vorher angefangen und es ging aber bis in den Strafraum hinein. Das war auch nicht angezweifelt hier bei den. Und dann gibt es halt den Freischuss auf der Linie, immer. Also ich meine, man, es ist ja so lächerlich jetzt schon mal zu sagen, wo ist es denn das Foul? Weil es ja mit Fleiß geschieht. Es ist der Vorsatz. Und es ist nicht nur der Vorsatz zu faulen, sondern zugleich der Vorsatz, dass es außerhalb geschieht. Und es gelingt halt gelegentlich, dass die es wirklich immer wieder schaffen, den vor der Strafraumgrenze umzusäbeln. Und dann müssen die Bilder aber belegen, ja, das ja, war außerhalb. Ja, hat er genau geschafft. Aber wenn man jetzt die Chance hat, wie da und wie auch in vielen anderen Situationen,
dass das Foul sich so weit hinzieht, dass man jetzt einfach sagt, boah, wir wollen ja gar nicht belohnen, dass die so fantastisch faulen können, dass sie immer schaffen vor der Linie. Also umsetzen ist klar, weil Torchance, das kriegst du bei uns nicht. Aber genau immer, bevor der die Linie übertritt, du musst immer faulen, klar, aber immer vorher. Immer vor der Strafraumgrenze. Und dann darf man aber auch nicht, aber in dem Falle war es ja sogar ganz klar, dass jeder gesagt hat, da muss er Elfer geben. Also oder Glück gehabt, die haben Glück gehabt. Ja, die haben das Glück gehabt, dass auf der ganzen Welt alle Schiedsrichter verzweifelt versuchen, keinen Elfmeter zu geben. Und da haben sie es auch wieder geschafft, keinen zu geben. Obwohl es ganz klar eine Fehlentscheidung war. Das war halt eine Fehlentscheidung. Jetzt nur mal so, diese Szenen, die sind ja so häufig, und wenn man den Fokus irgendwann mal darauf hat, dass irgendwann mal das Prinzip dahinter verstanden hat. Schiedsrichter gibt keinen Elfmeter, Vergleichssituation natürlich, dann, das kann ja nicht Elfmeter sein, weil das eben, ja, im Strafraum muss man doch, da muss auch ganz genau hingucken, aber da muss ganz sicher sein, oder wie, und dann wird natürlich ständig gefoult, und dann, ja, nee, kleiner Zweifel noch, und so weiter, und dann hat man halt gar nichts mehr im Strafraum, weil ist ja immer grenzwertig, der wird ja nie mit Absicht sagen, na, jetzt senden sich mal richtig um, damit auch jeder weiß, dass ein Elfer ist, sondern der macht immer zupfen, kurz hier, mal halten, da schieben, hier drücken, Fuß zwischen das, und so weiter. Und dann sagen wir, hätte vielleicht und war grenzwertig. Ja klar, 50-50, aber 50-50 heißt so, man kann geben und nicht und macht aber 99% nicht, weil es 50-50 war. Dann ist es ja nicht falsch, wenn man ihn nicht gibt. Weil man ja 50-50 könnte man geben oder nicht geben, hat nicht gegeben, okay, zufällig. Und dann zählt man nachher alle zusammen, die 50-50 waren, angeblich. Und dann stellt man fest, dass es 99 nicht gegeben wurde und einer wurde doch gegeben. Ich meine, also alles ist da faul und alles ist ärgerlich. Und immer wird dem Zuschauer der Spaß verdorben. Und hier nicht durch Kommentierung, hier meinetwegen einfach durch Regelüberprüfung, dass man, ja, war doch ein Elfer, hat da jeder gesehen, der hat da nicht gegeben. Dann sagen die anderen, puh, haben wir Glück gehabt. Die anderen sagen, ja, das ist aber ungerecht. Aber die ganze Welt, was sagen die? Alle, die das Spiel, die keine Seite haben, die sagen, ja, lass mich in Ruhe damit, ich gehe nicht mehr hin, ich schalte nicht mehr ein, das brauche ich nicht. Nur Ärger den ganzen Tag und immer die Torszene, wenn eine gäbe, wird sie verhindert. Naja, auf entweder von Verteidiger oder dann in der Folge auch vom Schiedsrichter, der halt nicht den Stürmer schützt. Jetzt verschießt der Hand, also ich meine, HSV liegt 0-3 gegen Regensburg. Und ich meine, ich habe jedes Spiel gesagt, HSV ist richtig schwach. Und es ist natürlich auch schwach, nur ist es natürlich nicht im Liga-Vergleich schwach oder bloß für die Tabellenposition und für die Erwartung ist es schwach. Das kann ich ja auch statistisch belegen, weil ich meine Erwartungen habe und das damit vergleichen kann, aber ich kann es auch absolut halt aufzeigen. Aber also das ist sozusagen jetzt mehr oder weniger Durchschnittsleistungen sind, die sie bringen in der Liga. Aber 0-3 geht ja gar nicht, oder wenn jemand 0-3 liegt, ist er natürlich, also hat er jeden Hohn und Spott und absolut nicht den geringsten Schutz verdient. Und dass es nun noch drehen könnten, das weiß der Sprecher zwar, bloß er wüsste ja ganz genau, was er macht, wenn sie drehen würden. Hat er jetzt halt eine Halbzeit auf denen rumgehackt, jetzt lässt sich Regensburg meinetwegen 4 einschenken, die gewinnen 4-3, was ja so unwahrscheinlich ist, braucht man nicht, aber es ist ja immerhin trotzdem noch möglich, man würde halt sagen, ja, lassen Sie sich das Spiel aus der Hand nehmen. Leichtfertig. Das nicht mehr, gar nicht mehr mitgespielt. Eine katastrophale Abwehrfehler, Aufbauverhalten, nichts vorhanden, Stellungsspiel, immer Zuordnung, falsche fehlende Zuordnung. Tausende von Fehlern würde er erkennen. Aber niemals, dass jetzt irgendwie HSV gut war. So, jetzt kommt aber der Elfmeter und Hand verschießt. Also ich meine, Druck, ich will jetzt gar nicht immer davon reden oder sonst was, aber natürlich ist 0-3 jetzt nicht so angenehm und dann kann man vielleicht auch mal ein bisschen schlechter schießen, ist ja möglich. Aber man kann auch einfach so mal einen Elfmeter verschießen, weil nämlich insgesamt nicht mal 75% reingehen. Aber jetzt verschießt, da braucht er auch gar nicht anzutreten. Oder einen Regensburger schießen lassen, jetzt ganz neu. Also die Erfindung immer neuer Steigerungen an der Unzulänglichkeit oder auch im Sprachgebrauch, die natürlich immer unsinniger werden. Ne? Also aber die jetzt, sagen wir mal, sollen sie für Heiterkeit sorgen? Oder ich weiß es nicht. Da brauchen wir gar nicht anzutreten. Oder kann er gleich einen Regensburger schießen lassen. So ungefähr ist es. Also wenn man
Bei 0 zu 3 in Elfmeter, man muss sich mal vorstellen, was ja auch manchmal vorkommt, dass man bei 2-0 hätte er genauso geschossen. Dann würde er den Kommentar unterlassen. Also dann hätte es damit nichts zu tun. So, hier habe ich wieder Pech, dass diese Updates kommen, aber ich mache es einfach weg. So, jetzt kommt Konferenz, Zweitliga war das, und da spielt halt HSV und auch ein paar andere, also zwei andere, glaube ich. Oder das waren ja mehr Spiele jetzt an einem Tag, weiß ich jetzt nicht. Jedenfalls, jetzt ist irgendwo Bochum, Dresden, keine Ahnung, Darmstadt, wo auch immer. Jetzt sagt er, wir gehen noch einmal in den Tempel der Trostlosigkeit zum HSV. Nee, Duisburg war es. Der hat von Duisburg abgegeben. Also ich meine, also Tempel der Trostlosigkeit. Es wird gesucht nach neuen Steigerungen der gigantischen, unfassbaren, unzumutbaren Unzulänglichkeit natürlich und Zumutung also für den Zuschauer. Ne? Der Tempel der Trostlosigkeit. Also ich weiß ja nicht, ob jetzt alle sagen würden, das ist aber trostlos in Hamburg oder weil es 3 Tore erst gefallen sind oder weil es, ich weiß nicht, weil der Falsche gewinnt oder worauf ist es so aufgebaut? Also ich meine, Regensburger würden froh sein, dann würden auch ganz viele von der zweiten Liga würden sagen, naja, ein Glück gibt es keinen Durchmarsch. Würde auch jeder Neutrale würde sagen, Mann, was haben wir davon, wenn nach 20 Spieltagen Köln und HSV schon aufgestiegen sind, beispielsweise. Also ich meine, das macht ja auch keinen Spaß. Und jeder würde sich vielleicht auch, wenn er nicht direkt HSV, würde er sagen, Mensch, ein Glück, sozusagen so ein bisschen Hände rein, Favorit stürzt oder so. Und also Tempel der Trostlosigkeit, ich weiß nicht, weil die Zuschauer traurig sind, aber die wollen gar nicht so. Die haben die Mannschaft normal, die haben ja bisher auch die meisten Spiele gewonnen. Also. Und jetzt kommt zum Beispiel eine Formulierung. Ja? Also es gab einen Elfmeter für Duisburg. Die haben ja nachher noch verloren gegen Aue, aber es war zum 1-0. Jetzt ist die Fragestellung, die er aufwirft, ist die, ob man ihn geben kann. So ganz sicher bin ich mir da nicht. Also ich meine, Elfmeter sozusagen wird jetzt auch von den Sprechern immer weggeredet. Also sie spüren natürlich, im Grunde spüren sie, dass es eine totale Schieflage gibt, dass sie permanent sagen, hätte Elfmeter und das, 50-50 und sonst was und oh, das war aber ganz, oh, da haben sie aber Glück gehabt und hier, na, kein so ganz klar, ist es auch nicht gewesen oder so, aber trotzdem, dass sie dann eben am Abend dann 8-mal sagen in der Sportschau oder irgendwo in der Zusammenfassung, 8-mal auch selber gehört haben, weil sie vielleicht doch dazu hören aus Versehen, dass man hier hätte Elfer geben müssen. Und dass es eben ganz selten so Umgekehrte gibt, dass sie sagen, na, das war aber sie freuen sich total, wenn mal einer nicht, sicher war, weil dann eben das Gleichgewicht wiederherstellt in der Wahrnehmung, weil sie ja die Ursache nicht kennen und der auch nicht auf den Grund gehen wollen. Sprich also, sie werden ständig davon, also eigentlich überrascht, weil man will ja jetzt sagen, na, warum hat er nicht, warum sagst du jetzt, war einer, warum hat er ihn nicht gegeben? Ja, mit der Frage habe ich mich noch nicht beschäftigt. Was hat er denn übersehen? Stand ungünstig, kommen dann immer die Merk, kommt dann immer mit, der Stand nicht gut, der Assistent war auch nicht gerade und wie auch immer, tausende von Begründungen. Warum? Aber der hat ihn einfach nicht gegeben, weil er nicht will. Und weil ein Elfmeter zu viel Einfluss hat auf das Spiel und weil er Angst hat, könnte er nachher auch heißen so. Und ich komme schon davon, wenn ich es nicht mache. Gut, also. Aber ob man ihn geben kann, so ganz sicher bin ich mir da nicht. Also ob man ihn geben kann. Also jetzt ist um. Früher hieß es ja, ob man den geben muss, da bin ich mir nicht ganz sicher. Also das wäre halt der normale Formulierung. Und dann würde man eben sagen, naja, hat halt mal einen Elfmeter gegeben, wo man vielleicht auch oft genug gesehen hat, dass er ihn nicht gibt. Aber wenn man ihn, ob man ihn geben kann, jetzt ist ja die Formulierung so und dadurch ist es ja praktisch, also er hat quasi aus einem 10-90 einen gemacht, sagen wir mal so. Und dann hat er ihn gegeben. Also wie geht denn sowas? Also den kann man nicht geben oder kann man ihn vielleicht doch geben. Aber eigentlich kann man ihn nicht geben. So ein bisschen. Also ich meine, es ist, und das ist ja jetzt sorgt dafür, dass sozusagen eine Elfmeterentscheidung, also dass die, ja, ist ja ausgeglichen. Also, vergessen wir mal. Aber die Formulierung ist auf jeden Fall trotzdem so, also nicht geben war hundertprozentig einwandfrei. Geben kann, naja, vielleicht konnte man sogar mal einen Elfer geben.
zu passiv, zu weit weg von den Gegenspielern. Da macht Leverkusen zu wenig draus. Das fand ich ganz klasse, wirklich. Also jetzt spielt Leverkusen gegen Mainz, es steht 1-0. Nee, Quatsch. Es stand ja noch 0-0 zu dem Zeitpunkt. Das war 28. Aber es ist immer zu passiv, zu weit weg von den Gegenspielern. Da macht Leverkusen zu wenig. Also die verteidigen schlecht und die anderen greifen schlecht an. Also es ist halt nur Sammelsurium von Fehlleistungen, die wir leider bezeugen müssen, die ganz, 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 ganz extrem wenigen, die zuschauen, meinetwegen, die vielleicht noch erweitert werden, die zuschauen, um die Vielzahl, meinetwegen, oder die deutlich höhere Zahl, die also zuschauen und den Ton aussagen. Weil wer das anhören muss, der kann es einfach, der kann einfach nicht, das schafft man nicht. Ja, jetzt kommt zum Beispiel, aber auch hier, dann Leverkusen hat ja in der ersten Halbzeit 15 Torchancen und zweite Halbzeit hat der Mainz trotzdem total ausgeglichen oder sogar also in der Summe fast ausgeglichen. Also es war Leverkusen hat den Plus, aber Mainz war ja zweite Halbzeit total stark. Aber ich meine, was hat man jetzt davon? Also ich meine, jetzt spielt Leverkusen gegen Mainz. Wer ist Favorit? Okay, Leverkusen. Oder streitet er das ab oder weil sie nur Punkte haben oder kennt den Wettmarkt nicht oder er muss da wissen, dass Leverkusen, das ist doch ganz klar, dass Leverkusen Favorit ist. Auch wenn sie jetzt mal keine Punkte haben. Und jetzt ist doch normal auch, oder das Normalste von der Welt, bei der HSV war es ja nicht, aber jetzt bei Leverkusen, dass die bessere Mannschaft auch mehr Chancen hat, mehr Spielanteile. Und dass sie versucht natürlich Überlegenheit, ihre Überlegenheit, die irgendwo existiert, auch zu realisieren und ein Tor zu erzielen. Jetzt kommen sie halt zu Chancen, haben es super gemacht und haben den Gegner richtig eingeschnürt und nicht zum Luftholen kommen lassen. Und jetzt war halt längst das 1-0 fällig. Das ist halt total klar. Also, und, aber er hat ja Beschwerden. Zu viel Platz. Brandt kann ganz ruhig durchs Mittelfeld gehen. Ich meine, das alles in extremer, schneller Bewegung, aber dass man eben es manchmal schafft, halt diesen Raum zu schaffen, aber auch mit sehr guten Spielern. Warum haben wir denn Brandt? Und wir alle haben gesagt, hätte er doch von Anfang an, weil er ein Tor geschossen hat oder Lattenschuss hatte da gegen Mexiko, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall hätte er doch von Anfang an, wie kann er den draußen lassen? Aber jetzt haben wir mal die Ausnahmespieler, die auch dann eben sogar bis in die Nationalmannschaft. Und jetzt kommt jemand halt mal durch, hat Platz und schafft es irgendwie, 10 Meter Raum zu machen mit einem Ball am Fuß. Kann ganz ruhig durchs Mittelfeld gehen. Keiner, zu viel Platz. Also wie wäre seine ideale Welt von Fußball? Da hat nie einer Platz, nie. Gibt's gar nicht. Denn wenn man Platz hat, hat man immer zu viel. Aber es ist ja kein Tor draus geworden, deswegen war es ja auch total schwach von Leverkusen. Mainz muss was ändern. Sonst werden sie die Quittung bekommen. Das fand ich super, wirklich. Also ich meine, wir sind alle für Mainz. Das ist ja, wenn Deutschland gegen England spielt, verstehe ich, da würde ich ja so kommentieren können, Deutschland muss was ändern, weil sonst werden sie irgendwann zurückliegen. Was aber auch nicht weiter schlimm, weil England auch gute Fußballer hat. Aber kann halt mal passieren. Abgesehen davon, wenn man zurückliegt, kann man ja immer auch noch selber ein Tor schießen. Also, Mainz muss was ändern, sonst werden die Quittung bekommen. Aber die müssen jetzt, die müssen einfach. Wir wollen nicht, wir wollen keinen Angriff mehr für Leverkusen sehen. Wir wollen Mainz verteidigen, endlich besser oder selber Tore schießen oder ich weiß nicht, was wir wollen. Ich meine, die bessere Mannschaft hat Druck gemacht, hat super Angriff auf Angriff, da ist dann wirklich klasse gespielt. War noch nicht mal ein Tor, weil es ja kein einziges gefallen, aber alles war falsch. Mainz muss was ändern, sonst werden sie die Quittung bekommen. Ja, da sind wir richtig Betrübte oder besorgt, wenn die nichts was ändern. Jetzt, ich gucke ganz mit einer Augen auf das Spiel. Ne? Wenn die jetzt nichts ändern, kriegen wir da ja noch ein Tor. Stell mal vor. Steht 0-0, daher steht es 1-0. Nee, nicht auszudenken. Also wirklich. Nee, man kann es nicht. Jetzt hat der Brandt hat sich ja durchgesetzt gegen den 18-jährigen Burkhardt. Das fand ich ja klasse, dass er den jetzt da überhaupt gebracht hat und so. Und dann sagte er, aber jetzt würde man doch einmal so ein 18-jähriges Debüt, oder ich weiß nicht, ob er schon mal gespielt hat, ich glaube nicht. Aber jedenfalls dann würde man den nochmal vielleicht in Ruhe lassen. Dann sagt man halt, ganz toll, dass die Trainer teilweise den Mut haben, aber die Spieler werden schon irgendwo was gezeigt haben an Leistung. Aber dann freut man sich halt einfach, junges Gesicht, neues und guckt vielleicht, aber man würde ja nicht kritisch sein. Und dann kommt gegen den 18-jährigen Burkhardt, der bisher nur hinterherläuft. Also, wir müssen, wenn Mainz lag fast schon zurück, stell dir mal vor. Also, ich meine, jetzt haben wir noch 45 Minuten Fußball gespielt, fast war schon 1-0. Also,
So irre ist das Spiel. Also wirklich, kann man sich gar nicht vorstellen. Und dir noch nichts geändert, Quittung, aber noch nicht bekommen. Ich hätte immer noch 0-0 zur Pause. Aber der läuft nur hinterher. Was bringen die da für Schnapsnadeln? Oder was sind das für ein Fußballer, den der da auflaufen ist? 7. Liga sollte er wieder spielen, bitte. Was müssen wir uns das angucken? Läuft immer hinterher. Leverkusen ist mal freigekommen. Nee. Eklatanter Unterschied. Also wir müssen jetzt weiter uns Sorgen um Mainz machen, weil diese Anti-Leistung, also das war, hat ja mit Fußball nichts zu tun. 8-0, toll, eklatanter Unterschied. 8-0, Torschuss, 60% Zweikämpfe. Mal vorstellen. Leverkusen. Nee, also wirklich. Na, jetzt schalte ich aus, oder wie? Weil das ist ja eine Zumutung. Was muss ich mir da angucken? So. Schon enttäuschend. Schon enttäuschend. Dass man. Ja, kann ich jetzt nicht lesen. Ja. Nee, kann ich leider nicht. Ach so, das war schon erstaunlich, dass man Jonathan Tah. Ah, jetzt hat Leverkusen wieder eine Enttäuschung gehabt. Da ist ja Innenverteidiger mit vorne gewesen. Was jetzt wahrscheinlich noch im Eckball, weiß ich aber nicht Standard. Aber ich bin nicht sicher, kann auch so sein, weil die haben dann so viel Druck, dass sie eben einfach dann merken auch, also die Mainz kommt ja nicht nach vorne, dann haben sie auch da, dann gehen die alle weiter zurück, rücken die Verteidiger mit auf. Und jetzt kommt, also ich meine, es ist aber dann auch normal, man schafft halt dann auch im Strafraum vielleicht mal Überzahl, Gleichzahl, also man schafft eben einfach Masse, man geht mit vielen Spielern im Strafraum. Und natürlich ist es dann auch eine Waffe, aber wenn der Gegner so weit zurückgedrängt wird, das ist halt klasse, dass dann die Innenverteidiger sogar, die dann eben Kopfbälle auch mal kriegen können, damit Gefahr erzeugen können, aber eben auch, dass eben jetzt nicht unbedingt da jemand zuständig ist für den. Also wie soll ich sagen, die wissen schon, der wird da sein, der wird da sein, da guckst du und den kümmerst du dich oder so. Das ist ein Innenverteidiger. Bei Standards, wie gesagt, ist es noch normal, aber wenn er im Spiel nach vorne kommt. Und jetzt kommt aber hier, das ist schon erstaunlich. Also wir machen uns die ganze Zeit Sorgen um Mainz. Warum, weiß ich nicht, weil wir sehen ja Leverkusen gegen Mainz, also sind wir objektiv normalerweise. Bei jedem anderen Spiel wäre es auch ratsam. Aber jetzt ist erstaunlich, dass man Jonathan Tah, einen der Kopfballstärksten, dass man den da so alleine lässt. Also da hat er auch eine Kopfballchance gehabt, hat er ja nicht das Tor geschossen. Aber die erstaunlich, also wie schlecht Mainz ist, erkennt man auch an dieser Szene. Denn man kann ja nicht, Jonathan, guck mal, jeder weiß, Jonathan Tah, einer der Kopfballstärksten, aber deswegen haben sie ihn ja auch geholt, oder deswegen hat er schon früh diese tolle, klar, weil er halt einfach groß ist und dann wird er halt, also groß, kräftig, das, aber trotzdem athletisch, das ist natürlich alles perfekt, aber hat der sogar Nationalmannschaft gespielt, oder immer noch, oder ich weiß nicht was. Jedenfalls ist ja wohl, dass die Innenverteidiger fast immer Kopfballstark sind, bloß sie sind halt fast nie im gegnerischen Strafraum, halt bei Standards wird es eben gemacht. Und da fallen ja auch oft noch Tore, aber was eben immer noch sehr selten ist. Aber jetzt ist er halt aus dem Spiel heraus und dann, dass man den so alleine lässt. Also normalerweise müsste der Mittelstürmer da natürlich decken. Oh nein. Also ich weiß ja auch nicht, aber abgesehen davon würden wir uns ja freuen, wenn wir eine Torchance sehen. Könnte man. Eine Spur zu umständlich. Ah ja, jetzt allmählich, da war 37, war immer noch kein Tor. Eine Spur zu umständlich. Ich meine, er würde halt, also in seiner Zeit, aktiven Zeit, wissen wir ja alle noch, also Wittmann da, Buschi da, Fuß, sonst wie, alle, Weltklasse natürlich, intergalaktische Liga da, Torschützenkönig, alles, also die Torjägerkanonen da alle aufgereiht, da im Hintergrund hier, das Revier geheftet, alle meine 18 Torschützenkönig. Der würde den Ball mal nehmen, reinschießen. Ist ja, da hat er immer so gemacht, wissen wir immer. Wenn die anderen nicht. Gib mich die Kirsche. Wer war das da? Kuzova. Gib mich die Kirsche. Und dann rein ins Tor. So hat das immer gemacht. Aber jetzt die zu umständlich. Also, die sind ja zum Torschuss gekommen, aber war halt kein Tor. Zu umständlich. So, das war halt immer noch. Abschluss unplatziert. Jetzt kommt natürlich. Achso, das war auch in der gleichen Szene. Dann haben sie aufs Tor und dann war er zu unplatziert. Also unplatziert. Nee, der war nur unplatziert. Also Entschuldigung. Muss ich mich entschuldigen bei dem Mann. Wenn ich jetzt gesagt habe, zu unplatziert. Der Abschluss war unplatziert.
Müller, der Beste bei Mainz. Na klasse, der Torwart. Sie haben es nicht so zu Ende gespielt, dass sie in Führung gehen. Und was lernen wir daraus? Ich meine, wir wissen ja auch den Spielstand. Also, oder gucken wir nicht mehr oben hin. Oder? Sie haben es nicht so zu Ende. Man muss, heute ist der Begriff immer zu Ende gespielt. Dann, weil am Anfang gut, aber zu Ende nicht mehr gut. Dass sie in Führung gehen, das ist so, was lernen wir daraus? Habe ich nochmal so geschrieben. Sie haben es nicht so zu Ende, dass sie in Führung gehen. Nee, wirklich. 7 Minuten 44 war nächstes Spiel, jetzt Ecke für Leipzig. Dann gibt es früh am Abend eine erste Ecke. Ja, fand ich klasse, weil nach 7:44, also wenn man das jetzt 90 durch diese Zeit ungefähr teilt, kommt man auf 12. Da sind wir schon fast beim Eckenschnitt. Also sprich, alle 7 Minuten 44 gibt es eine Ecke. Aber gibt es früh am Abend eine erste Ecke? Naja, egal. Abseitsentscheidung gegen Frankfurt. Fahne hoch. Sprecher bestätigt. Zunächst. Wiederholung. Klar, kein Abseits. Er sagt, da habe ich doch meine Zweifel. Aber man sagt jetzt nicht, keine Fehlentscheidung, sondern jetzt, da habe ich meine Zweifel. Also, es ist die gleiche Prinzip wie bei dem Elfmeter, dass man sozusagen sich da dass man irgendwie spürt, dass es dieses Ungleichgewicht gibt von Fehlentscheidungen zum Nachteil der Angreifer und dafür keine Erklärung hat und sich deswegen diese Fehlentscheidung in die eine Richtung und die anderen so runter. Also sprich, jetzt war es klar keins und dann will man das aber nicht so anerkennen, weil dann würde man ja, warum war es denn jetzt schon wieder? Kein Abseits und der hat die Fahne oben. Weil es heißt ja umgekehrt auch immer, wenn jetzt einer Abseits pfeift, also die Abseitsfahne hebt und die Wiederholung bestätigt, dann sagen sie immer, sehr gutes Auge. Also der hat wirklich sehr gutes Auge. Der hat zwar dreimal vorher falsch, aber wenn es einmal richtig ist, dann hat er ein sehr gutes Auge. Also ich weiß ja nicht, was mit Auge zu tun hat. Der hebt halt die Fahne aus Prinzip und dann ihr könnt dann prüfen, ob es war oder nicht. Und meistens war es nicht, aber manchmal ist es auch. Und dann war ein sehr gutes Auge. So, ja, da habe ich doch meine Zweifel. Das wiederholt sich aber. Orban draußen, Frankfurt macht das Tor. Ja, das war natürlich... Also ich meine, dass man jetzt mal irgendwie die Abwehr dann in Ruhe lässt, weil der Orban war ja kurz verletzt. Und ich meine, das ist ja jetzt neulich auch schon mal wieder passiert und so will ich jetzt auch nicht. Aber es ist ja nur, dass man jetzt irgendwie mal mitfühlen könnte. Und dann sagen würde, Mensch, so irgendwie, ich weiß auch nicht, wenn man Innenverteidiger, und das ist ja auch Pech dann einfach für die. Also es ist ja... gibt ja definitiv einen Zusammenhang, weil da einfach ein wichtiger Mann fehlt. Die können ja einen anderen reinstellen, aber oder dann sagen, jetzt machst du mal kurz oder so. Aber das ist ja halt dann kein gelernter Innenverteidiger oder sonst was. Und jetzt bekommt Frankfurt gleich nach dem 1-0 noch eine Chance. Da weiß ich aber nicht, ob Orban wieder drin war. Mir ist auch egal. Du liebe Zeit, das geht jetzt zu einfach gegen Leipzig. Also da waren wir jetzt erschrocken. Du liebe Zeit. Was ist denn hier schon wieder? Bitte schalten Sie aus, das ist eine Zumutung, was Leipzig in Abwehr spielt. Halbzeitanalyse, zurück im Studio. Michi Leopold. Mir fehlt die Leichtigkeit bei Leipzig. Ja, wie steht's denn? Ach so. Überall fehlt was, fehlt immer was. Aber wir sind ja vielleicht für Frankfurt oder vielleicht sind wir einfach neutral. Es fehlt. Es fehlt etwas. Aber auch der da im Studio oder so, dass man jetzt mal irgendwie neutralisiert ein bisschen, was der Sprecher verzapft hat. Es fehlt etwas. Definitiv. Aber ich weiß ja nicht, wem das fehlt. Klar, Leipzig würde schon sich wünschen und die Fans meinetwegen auch, aber alle anderen würden sagen, es fehlt ja gar nichts. Also könnten ein paar mehr Tore sein können, hätte mehr Spaß gemacht, aber hat halt einfach eine Mannschaft ein Tor geschossen, die war auch besser sogar bis dahin, alles okay. Mehr. Also hat nichts gefehlt. Nur wenn es ja immer erzählt wird, dann hat man doch irgendwas. Fahrig im Aufbau, die Frankfurter, kommen nicht in die Zweikämpfe. Und so? Ja, also jetzt war umgekehrt, ne? Fahrig im Aufbau, die Frankfurter. Komm nicht in die Zweikämpfe. Naja, das weiß ich jetzt nicht, was er da. Also ich meine, fahrig, das sind immer so Begriffe. Fahrig im Aufbau.
Ich meine, das geht ja so dermaßen schnell sowieso alles da im Bundesliga-Fußball. Was hat man denn permanent irgendwas? Aber abgesehen davon, also ich stelle mir jetzt halt den Leipziger Trainer vor, beispielsweise, der ja auch jetzt absoluter Fußballfachmann ist und tausendmal mehr Ahnung hat und auch objektiv ist im Vergleich zu dem. Und der sagt dann, wenn die Ballbesitz, dann entweder, ne, manchmal sagt man auch ein bisschen zurückfallen lassen, das abschirmen, wie auch immer, und halt nicht. Und manchmal sagt man aber auch, pressen, aufgehen, gleich, wieder, zweite Welle, das, Balleroberung, im Aufbauspiel stören. Und dann haben sie geschafft, gestört, weil es ja wahnsinnig schwer ist, überhaupt irgendwo mal Platz zu finden. Und dann sind die aber fahrig, die anderen. Also ich meine, jetzt sagt der Trainer von Leipzig, hat gut gemacht. Warum fällt dem Sprecher das nicht auf? Ich weiß ja nicht, was er sehen will, weil es ja sowieso nie aufgeht. Was er sehen will, kommt ja nicht raus. Aber die sind fahrig im Aufbau, jetzt haben wir was gelernt. Es ist nicht Leipzig dafür verantwortlich, dass die einen Ball verloren haben, sondern Frankfurt. Und zwar in der passiv, sagen wir mal, oder aktiv schlechten Rolle oder in der passiv, ja, auch weiterhin fehlerhaften Rolle. Sie sind aktiv schlecht, weil sie fahrig sind. Nichts mit Leipzig zu tun, nichts mit einer guten Leistung, guten Taktik. Ne? Den muss er machen. Werner mit einer einer nie gekannten Abschlussschwäche. Den muss er machen, das finde ich auch mal herrlich. Den Satz, dann also würde man nie in keinem Land der Welt würde man diesen Unsinn hören. Den muss er machen. Ich meine, es ist ja, also Spannung ist ja damit sowieso verdorben. Man könnte ja sagen, na, jetzt hast du immerhin mal einen Grund hinzugucken, weil wenn einer machen muss, wird es ja irgendwie was gewesen sein. Aber im Prinzip ist es ja trotzdem vernichtend. Also gibt es ja gar nicht, weil wenn nicht, dann würde man ja nie mehr sehen, dann würden wir ja gar keinen mehr sehen. Also wenn er nicht gemacht, da steht Erhängen drauf oder keine Ahnung was. Also er muss und hat aber nicht. Werner mit einer nie gekannten Abschlussfläche. Also ich meine, ich will es überhaupt nicht. Es gibt halt immer Größen von Chancen, die ja irgendwo manchmal sind es auch nur 3%, wenn einer jetzt aus 30 Metern schießt oder sonst was. Vielleicht manchmal 5% und dann gibt es mal 20% und das. Und wenn sie sagen, jetzt in der Sportschau manchmal, wenn jetzt ein 25-Meter-Schuss kommt, der halt daneben geht oder drüber knapp oder so, man spielt ihn trotzdem ein, dann sagen sie mit der ersten Chance. Es ist halt nicht ein geeigneter Begriff eigentlich. Man sagt halt, es ist ein Schuss, ist toll und eine tolle Szene, kann alles sein. Aber es ist halt nicht in dem Sinne jetzt eine Torchance. Man hat halt die Chance, mal aufs Tor zu schießen, was okay ist. Und das ist natürlich immer eine Chance, weil es halt irgendwo 5%, 7%, manchmal 8% oder so. Aber das ist eben in dem Sinne, ich bin ja total einverstanden mit Fernschüssen und finde es gut. Bloß es ist eben nicht in dem Sinne eine herausgespielte Torchance, sondern man schafft es, durch das Mittelfeld halt irgendwie in eine Schussposition sich zu begeben. Wenn der reingeht, sagt er sowieso, keiner greift an, alle gucken zu. Wenn er nicht reingeht, dann ist es später Chancenbewertung und so weiter. Gut, auf jeden Fall, den muss er machen, mit einer nie gekannten Abschlussschwäche. Also es gibt eben Wahrscheinlichkeiten von Chancen, die aber auch natürlich mit der Abschlussstärke des Stürmers und die von Hoffenheim, sage ich mal, gegen Dortmund in der letzten Minute, war vielleicht 80%, dass er aus 3 Metern am langen Pfosten aufs leere Tor, aber es ist halt immer noch schwer, den richtig zu kontrollieren, weil er scharf ist und sonst was. Aber das ist halt trotzdem dann 80% oder so vielleicht. Aber viel höher geht's nicht. Aber jetzt hängt es natürlich auch mit der Qualität des Spielers zusammen. Also sprich, irgendeiner hätte, wenn ich da stehen würde, hätte ich 30%, weil erstens komme ich gar nicht so hin und außerdem würde ich dann immer noch die Ballkontrolle eben nicht so schaffen. Also um den übers Tor, über die Linie, dann verspringt er einem einfach, weil der zu schnell ist und man das sowieso alles nicht so drauf hat. Aber wenn eben irgendein Zweitligaspieler, dann hat er vielleicht 75 und halt, wenn da stehen würde, Batistuta oder Higuain oder was weiß ich, keine Ahnung, ich wollte jetzt irgendwelche Namen sagen, dann sind es halt vielleicht 85%. So, und dann ist halt bei dem vielleicht 80, also so, weil es eben vielleicht auch gar nicht ein Stürmer direkt war, aber sonst was, ist einfach egal. Es gibt bloß immer diese Verwertungsprozente und die Stürmer nutzen halt in einer gewissen Frequenz diese Chancen, wovon dann natürlich wieder die Verwertungswahrscheinlichkeit neu berechnet werden kann. Also wenn jetzt einer eben diese typische Knipser oder wenn er jetzt halt immer wieder
trifft, dann würde man sagen, Mensch, der hat in so einen Chancen wirklich, in so einer Situation wirklich eine höhere Chance. Weil er es halt einfach gut macht. Gerd Müller oder so, würde ja jeder sagen, legendär, aus halt keiner Torchance ein Tor gemacht, sozusagen. Weil er immer irgendwie dieser niedrige Schwerpunkt natürlich. Und dann die schnellen Bewegungen, Drehbewegungen, das konnte er halt einfach. Und dann hat er ihn immer direkt aufs Tor gebracht. Also einfach gedreht, zack und Pike, alles egal. Und dann war er halt x-mal drin. Das waren halt schon besondere Finisher-Qualitäten. Jedenfalls Timo Werner hat eben oft genug Chancen vergeben. Und natürlich 20-prozentige, 70, 30, 40, alles schon mal vergeben und manchmal auch verwertet. Sodass eben am Schluss eine ganz normale Linie rauskommt. Also er wird dann in etwa die richtigen verwertet haben, weil er ja einfach auch viele Tore schon gemacht hat. Aber hier mit einer nie gekannten, also, naja, Abschlussschwäche. Es ist immer Fehlpass, Schwäche, das. Abseits Pfiff gegen Werner kommt jetzt hier. War aber nicht. Kommentar, Perspektive verzerrt. Achso, jetzt mal. Immer so, weil weiß nicht mehr weiter. Wenn immer zu Abseits gewinnen wird, obwohl es nicht ist, dann machen wir mal Perspektive. Ich glaube fast, dass das Abseits aufhebt. Ja, da sieht man halt, dass einer weiter zurücksteht. Aber jetzt die Perspektive verzerrt als erste Erklärung. Das ist ja bloß so, wenn man in die Regel oder das, was die, dass die Kommentatoren mehr oder weniger dieses Problem unterstützen. Also, dass es eben immer zu Ungunsten der Toraktion ausgelegt wird und alle damit irgendwie einverstanden sind. Und dann macht das ja mit dem auch sozusagen, das war ja kein jetzt gravierender Fehler, weil wir wussten ja überhaupt nicht und wissen es bis jetzt nicht, ob der Abseits war oder nicht. Jetzt aber dann endlich mal bei dem Spiel, weil es jetzt so auffällig wurde mit den fehlerhaften Abseitsentscheidungen, dann haben sie endlich mal bei Sky 90, glaube ich, war das, das war ja jetzt unheimlich wichtig, dass sie endlich das Problem, ich habe es seit anderthalb Jahren, also seit sie das eingeführt haben, habe ich gesagt, die kritische Situation, die sagen plötzlich, Abseits kann er. Also so eine Verblendung und Verblödung. Und jetzt haben sie es aber endlich gemerkt, dass er es überhaupt nicht kann, dass es nämlich das Gegenteil passiert. Aber es war ja letztes Jahr auch schon aufgetreten, aber so selten, dass es eben nicht kritisch wurde. Jetzt ist es ständig aufgetreten, in einem Spiel alleine, wo sie dann auch sagen, ja, das ist natürlich sehr problematisch mit dem Videobeweis, weil wenn er abgepfiffen hat, können wir ja nichts mehr machen. Also jetzt haben sie das auf die Art sozusagen aufgeklärt, dass eben, wenn jetzt fehlerhaftes Abseits gegeben wurde, ja, dann haben sie halt Pech gehabt. Aber jetzt von wegen dann weiterhin zu behaupten, Abseits kann er. Das ist ja das Absurdeste, was es gibt. Er kann Abseits dann, wenn ein Abseitstor gefallen wäre, dann kann er das noch zurücknehmen, obwohl wir dann auch noch nicht sicher sind. Weil das ja oft genug jetzt auch passiert ist, wo man dann sagt, ja, da könnte ich ja herrlich noch diskutieren, ob das jetzt wirklich Abseits gewesen sein soll. Und also, Abseits kann er, haben sie jetzt gemerkt, kann er überhaupt nicht. Und vor allen Dingen immer, wenn er irgendwas kann, kann er noch mehr Tore wegnehmen. Weil dann kann er Abseits-Tore, die halt anerkannt wurden, noch aberkennen im Nachhinein. Aber positiv, was viel häufiger vorkommt, was aber jetzt meinetwegen dann zufälligerweise ein bisschen unkritisch war, in der letzten Saison, außer eben wo Köln wirklich das Spiel verloren hat, mit zweimal fälschlich zurückgepfiffen, und dann in der letzten Minute das 2-2 geschossen. Und dann war es angeblich per Videobeweis abseits. Also dass man da nicht aufgewacht ist schon. Aber jetzt sagen wir auf einmal, jetzt ist es unheimlich kritisch. Also Videobeweis kann. In der Szene kann er dann doch nicht. Obwohl das ja die viel häufigere wäre oder sein müsste. Aber das ist ja meine Behauptung. Aber wenn man jetzt erkannt hat, halt das Problem, ob es nun gleich häufig eintritt oder nicht, wäre egal. Aber so wie er nur gegen das Tor was aufnützen kann und für das Tor nichts tun kann, na, dann kann man ja nicht mehr von Gerechtigkeit reden. Dann haben wir halt, kann man uns die Kugel geben. Ich meine, dann sagt man halt, das hat nichts gebracht. Jetzt sind wir die falsche Spur geraten. So. Der größte Blödsinn. Ach so. Frankfurt muss sich den Vorwurf gefallen lassen. Also man muss sich immer einen Vorwurf. Also fehlt das, alles falsch. Gefallen lassen nach dem 1-0. Weil die haben ja nicht gewonnen. Da müssen sich den Vorwurf gefallen lassen. Die müssen. Also müssen Vorwurf. Aber ich weiß nicht, warum man überhaupt jetzt, ja, Fußballspiel zu Ende gegangen, ja? Und irgendein Ergebnis. Und irgendeiner muss jetzt aber Vorwurf. Wenn jetzt die einen anderen halt einfach einen Punkt geholt haben und auch sehr gute Phasen hatten in dem Spiel, dass Frankfurt in der Summe trotzdem die bessere Mannschaft war und sonst was, das könnte man ja auch einfach sagen.
Aber es hat nicht immer der Bessere gewonnen. Hier ist ja auch nichts Schlimmes passiert. 1:1. Waren ja gar nicht so unglücklich. Man hätte halt viel mehr Tore sehen können. Das hätte allen Spaß gemacht. Aber das ist halt das unerkannte Problem. So, jetzt bin ich raus. Das war's für die Woche. Tschüss, danke.